Hallo Leute, hier zu einem weiteren Infovideo von mir. Und zwar gibt es einige kleine News zu verkünden. Und zwar einmal, dass ja in letzter Zeit ja auch sehr gutes Wort, ich meine natürlich keine Videos kamen. Und das liegt so ein bisschen daran, dass ich so keine, ja, Lust hatte, so extrem viel aufzunehmen, weil mit dem Uploadplan hatte ich doch schon fast täglich 3 Videos oder 2 bis 3 Videos so. Und das wird mir dann langsam so zu viel. Und dann musste ich jetzt mal eine kurze Auszeit nehmen, um wieder ein bisschen die Lust zu bekommen. Aber jetzt habe ich wieder Lust aufzunehmen. Das heißt, in einigen Tagen werden auch wieder Let's Plays kommen. Da habt mal keine Sorge. Und für die, die jetzt schon alle Content haben wollen, also ein paar Videos, für die kann ich ein paar andere Kanäle empfehlen, wo ich ein bisschen mitgewirkt habe, beziehungsweise auch in Zukunft noch mitwirken werde. Und zwar bei Mystery Mac Left. Ich habe jetzt hier irgendwie so ein Bild hingemacht, hier, wo ihr raufklicken könnt und das dann sehen könnt. Mit dem habe ich nämlich ein Let's Play zu Minecraft gemacht und da habe ich ein bisschen so bei seinem normalen Singleplayer-Let's Play so, ja, mit reingewirkt. Und dann habe ich noch mit wem anders was anderes gemacht. Und zwar mit Habisot, von dem ich auch meine Musik habe. Mit dem habe ich nämlich eine Minecraft-Adventure-Map gespielt. Aber das Projekt ist leider abgebrochen, gibt es aber wenigstens 3 Parts von. Könnt ihr euch auch angucken. Und mit dem habe ich auch ein regelmäßiges Projekt, und zwar Terraria. Also Let's Play Terraria Together. Das wird es dann auf dem Habisot-Kanal geben. Und zwar, ich glaube, dreimal in der Woche. So ungefähr. So, und dann war ich noch bei einem dritten Kanal mit zuständig. Das heißt, man kann schon mal sehen, ich war nicht ganz so faul. Und zwar bei... Ich habe den Kanalnamen vergessen. Egal, er wird in der Beschreibung stehen. Und da habe ich nämlich bei einem kleinen Vlog mitgewirkt. So, und wie das jetzt in Zukunft mit mir weitergeht, ich habe ja gesagt, es werden Videos kommen und das stimmt tatsächlich. Und zwar ohne Uploadplan. Also werden die Videos nicht mehr so klar strukturiert kommen, zum Beispiel am Montag kommt das und das, am Dienstag kommt das, das und das, am Mittwoch kommt das, das und das, sondern es wird einfach mal so, ja, ich habe jetzt mal Lust, das aufzunehmen, okay, und dann kommt das Montag hoch, aber ich werde das schon am besten so planen, dass ihr möglichst regelmäßig den Content habt, aber ich kann es immer nicht versprechen, wie oft die folgenden Projekte kommen werden. Und die Projekte sind zum einen Minecraft, ist ja wohl mal klar. Und aber auch auf der alten Map und so weiter, bla bla bla. Aber ist mir auch noch ein kleiner Fail passiert, aber mehr dazu im Minecraft Let's Play. Und dann auch natürlich Minecraft Adventure Maps. Was soll ich auch anders machen? Mit diesen beiden Projekten habe ich ja praktisch angefangen und dann führe ich die auch weiter. Dann natürlich noch immer das gute alte Let's Test. Da habe ich auch schon ein bisschen was überlegt, was ich Let's testen könnte. Und zwar Call of Duty und Counter-Strike Source. Aber da werdet ihr die jeweiligen Videos dann ja auch schon sehen. Und dann kommt natürlich noch immer Let's Community. Ja, bei Let's Community muss ich sagen, ist immer so eine Sache, weil ja, mit so anderen Leuten aufzunehmen, die man kein Stückchen kennt, ist schon ein bisschen was anderes, aber ich würde das schon gerne irgendwie beibehalten, weil das schmeißt einen mehr so als Community zusammen. Und was auch noch dazu kommen wird, und das wird auch neu sein, und zwar Call of Duty Modern Warfare 3 im Singleplayer. Fuck yeah! Da werde ich mich ein bisschen Singleplayer abrocken und ein bisschen, naja, wahrscheinlich auch ein bisschen abfällen, aber ihr werdet das ja dann schon sehen, wenn es hochgeladen ist und das soll erstmal genügen. Und das letzte Projekt, was jetzt noch ansteht, ist Terraria im Singleplayer. Da hat mich ein bisschen, der Habisot, mit dem ich ja das Let's Play Together da gemacht habe, hat mich da so ein bisschen, ja, gefixt, hat mich ein bisschen scharf drauf gemacht auf Terraria und dachte ich mir, komm, kann ich es auch als Singleplayer Let's Play machen. Und dann, ja, gibt's noch eine News, eine Nachricht, eine Neuigkeit, eine Information für euch. Und zwar habe ich jetzt Ferien und da kann ich natürlich ein bisschen mehr Content produzieren, weil in Ferien hat man natürlich ja nicht so viel zu tun, weil man nicht für die Schule lernen muss. Man hat keine Schule, ich habe auch keinen Ferienjob oder irgendwie so ein Quatsch. Und deswegen kann ich da schön ordentlich was machen. Naja, ich hoffe, man sieht sich in diesen ganzen Projekten und bis dahin, haut rein.